diesem Video erkläre ich dir, wie du deinen Calliope Mini so programmierst, dass er zum Orakel wird. Er wird dann Fragen beantworten wie: Soll ich heute noch ein Eis essen? Oh. Oder: Soll ich heute noch Fernsehen schauen? Schade. Soll ich mich heute noch mit meinen Freunden treffen? Ah, gut. Bist du bereit? Na dann fangen wir an. Gehe auf die Webseite von OpenRoberta und wähle dort den Calliope Mini als System aus. Für dieses Programm benötigst du eine Variable, in der eine Zufallszahl gespeichert wird. Deshalb gehst du in dem roten Block auf das Plus neben dem Start und nennst deine Variable, die du hiermit erzeugt hast, Zufallszahl. Anschließend gehst du auf den Bereich Kontrolle und schnappst dir dort den Block Wiederhole unendlich oft und dockst ihn an. In dieser Endlosschleife lässt du nun die ganze Zeit überprüfen, ob die Taste A gedrückt wird oder nicht. Hierfür nimmst du aus dem Bereich Kontrolle den Block Wenn ...mache und ziehst ihn hier hinein. Aus dem Bereich der Sensoren wählst du dann Taste A gedrückt und dockst es hier an. Wenn die Taste A gedrückt wird, dann sollen verschiedene Sachen passieren. Als erstes soll die vorhin erzeugte Variable Zufallszahl auf einen Zufallswert gesetzt werden. Ich gehe deshalb auf Variablen und nehme dort Schreibe Zufallszahl und setze es hier hinein. Danach gehe ich auf den Bereich Mathematik und wähle dort den Block ganzzahliger Zufallswert und füge ihn hier an. Allerdings benötige ich keinen ganzzahligen Zufallswert zwischen 1 und 100, sondern nur zwischen 1 und 2. Um dies hinzubekommen, nehme ich aus dem Bereich Kontrolle einen Wenn...mache-Block und füge ihn hier an. Wenn die Zufallszahl später gleich 1 ist, dann soll auf dem Display des Calliope ein fröhliches Gesicht erscheinen. Und wenn die Zufallszahl gleich 2 ist, dann soll das Gesicht traurig sein. Aus dem Bereich Logik schließe ich hier nun den Block mit dem Ist-Gleich an. An die erste Stelle hier setze ich die Variable Zufallszahl. Und aus dem Bereich Mathematik nehme ich nun noch diesen Zahlenwert hier und füge ihn hier hinzu. Nur möchte ich natürlich nicht vergleichen, ob die Zufallszahl gleich 0 ist, sondern hier soll eine 1 stehen. Wenn die Zufallszahl gleich 1 ist, dann soll das Bild lachender Smiley gezeigt werden. Im Moment ist hier noch ein Herz, aber wenn ich auf dieses kleine Dreieck drücke, dann kann ich mir das lachende Gesicht auswählen. Als nächstes klickst du mit der rechten Maustaste auf diesen Teil des Skriptes und kopierst ihn. Die Kopie fügst du einfach unten dran an. Danach nimmst du in der Kopie noch zwei Veränderungen vor. Statt der 1 schreibst du eine 2 und statt des lachenden Gesichtes wählst du ein trauriges aus. Das findest du ganz unten. Und fertig ist das Orakel, das dir viele Antworten auf viele Fragen liefern kann. Du musst es nur noch auf deinen Calliope Mini übertragen. Hierzu klickst du unten rechts auf das Play-Zeichen, klickst mit der rechten Maustaste auf den Link, der dir angeboten wird, und wählst Ziel speichern unter. Und im sich öffnenden Dateidialog gehst du auf den Mini und gehst dann auf Speichern. Jetzt wartest du noch, bis der Calliope aufgehört hat zu blinken. Und schon ist dein Calliope Mini bereit, dir ganz viele Fragen zu beantworten. Viel Spaß hierbei und bis bald!